Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Metal Gear, der zweite Teil zur Metal Gear Collection. Ich habe jetzt fünfmal versucht, das Menü, also den Anfang aufzunehmen und dann ins Spiel zu gehen. Es klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Wenn ich HDR aufnehme, sobald ich, also Menü klappt alles, kein Problem, also Startmenü. Also sobald ich ins Spiel gehe und das Video mit der Brücke kommt, kackt's ab. Denn, wenn ich dann stoppe und hier im Spiel bin und ein Video kommt, ist es, also das Anfangsvideo, abgekackt. Jetzt habe ich einfach hier gewartet, dass ich halt im Spiel bin und nimm ab hier auf, in 4K HDR, so wie das Spiel mir das ja auch hier liefert. Ich habe hier an meinem Monitor 4K HDR vom Spiel aus geliefert. Sowas hatte ich noch nie. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Logischerweise sieht es besser aus. Eins war noch für die PS1 mit VR-Mission. Da habe ich aber gehofft, dass ein bisschen besser Kantenglättung, ein bisschen auffrischen. Hier müssen wir mal gucken. Das ist so. Achso, die Kamera können wir ja hier gar nicht steuern. Da ist denn so, da ist das. Da ist das, da ist das. Gut, das kann man alles gut kennen. Gut, die Schrift sieht ein bisschen. Müssen wir mal gucken, wie weit das hier in das Pause-Menü rinkommt. Weil es gibt. Achso. L und R1, da haben wir es. Oben steht es ja für Blinde. Spiel fortsetzen, Audio habe ich angepasst. Hier kommen wir zum Handbuch, Spiel zurücksetzen. Aber wir haben keine Möglichkeit, die Tasten anzupassen, beziehungsweise das Bild. Also wir können es nur so nehmen, wie wir es hier bekommen. Leider. So, dann gucken wir mal. Ach, die Steuerung war damals echt grausig, ey. Gut, wir haben mal irgendwo gesehen. Karton. Ach, Kreiswahl. Kreiswahl schlagen. Ach, die Steuerung war damals echt für den Arsch. Wir gehen nochmal hier runter. So. Mit dem Rechten und noch steuern. Kein Steuerkreuz hier, nix oder was? Mit Viereck zielen und schießen. Ah, hier drückt halten. Was ein Scheiß.
Die Steuerung war damals echt doof. Kommen wir hier hoch? Nee, natürlich nicht. Das war ja damals alles nicht so. Aber das war das damals, was mich sehr enttäuscht hatte, dass es dann auf einmal auf Englisch war. Weil Teil 1 war damals auf Deutsch und hier auf einmal alles Englisch. Da kommt einer. War das bei dem Teil, wo man noch halbnackte Frauen in Spinden finden konnte und so? Ach, hier ist ein Versteck unter. Da. Da kann man sich da drin noch verstecken. Ah, jetzt. Hier kommen wir nicht lang, also müssen wir halt runter und da. Denn hier lang? Da geht es hier gar nicht lang. Nee, hier geht es gar nicht lang. Ja, damals musste doch aber auch eigentlich zielen können.
Snake! Hoffentlich bleibt das jetzt nicht wieder hängen. Ich mache mal sicherheitshalber weg. Weil die Haare unter den Anzug gebackt. Also ein bisschen aufgehübscht sieht es schon aus. Also im Gegensatz zu den ersten beiden, was ich gespielt habe, hier sieht man, ein bisschen heller ist es geworden, manche Sachen sind ein bisschen klarer zu sehen, aber trotzdem sieht es aus hier, die Schaltbild wie ja, einfach ein Klotz, wo man nur drauf geklebt hat. Also sieht nicht schaltermäßig aus. Aber so war es damals. Ich muss mal hier sicherheitshalber abbrechen. Schön mit den Achselhaaren. Thank you.
Kann man das Ziel nicht abbrechen? Ich wollte gerade weggehen, ey, ist doch nicht. Endlich. Konnte man damals echt... Mir war so, als man müsste da auch einfach nur zielen können und nicht gleich, dass man dann immer schießen muss. Also ich kann ja mit R1 kann ich ja anvisieren, aber ich sehe ja gar nicht, wo ich hinschieße. Ich habe kein Fahnenkreuz. Schnell mal abbrechen. Ach, und schon wieder. Nee, doch nicht. Schnell weg. Das war bei den anderen Spielen nicht so. Ich habe auch schon HDR-Spiele aufgenommen. Da war das nicht so. Also ich weiß nicht, was mit dem Spiel jetzt gerade los ist. Das. Oh. Aber hier haben wir dann erstmal eine Marke, eine Ration. Bin ich doof? Wieso komme ich denn jetzt hier nicht hoch? Ach, Dreieck. Ach so, ja, das war jetzt nur zum Angucken. Nicht zum Deaktivieren.
Alter. Halt. Ich würde sagen, aber jetzt bei 25 Minuten hören wir jetzt immer auf, das reicht auch, glaube ich. Wir müssen ja jetzt hier nicht, will auch nicht unbedingt daraus jetzt ein Let's Play machen, ich will ja einfach nur gucken, wie die Grafik ist. Großstadt halt bei Nacht. Regen. Ja, hier seht ihr das, die Texturen, die sind schon, haben sie schon ein bisschen aufgehübscht. Ja, trotzdem sieht das aus hier wie ein Dreieck, wo sie halt den drauf geklebt haben. Also unten das und in der Mitte das. Hat ja keinen, mit ein bisschen Schatten angemalt oder so, der hat ja kein räumliches.
Aber so war das damals. Wir konnten ja damals nicht so viel umsetzen. Aber wenn man das mit den heutigen Augen guckt, ey. Aber sie haben es auf jeden Fall ein bisschen was verbessert. Das ist ja schon mal positiv. Weil ich aber bei den anderen beiden war ich echt sehr enttäuscht. Da war gar nichts großartig, also kam mir jedenfalls nicht großartig was verbessert vor, muss ich dazu sagen. Ja, aber hier sieht man schon, dass es ist es heller, aufgeklarter, ein bisschen Kantenflimmern rausgemacht und sowas alles. Also es ist schon gut. Ja, dass da wenigstens was gemacht wurde. Aber das soll es jetzt für angezockt für den zweiten Part gewesen sein. Und im dritten gucken wir uns Teil 3 an. Da will ich aber auch versuchen, das Menü erst aufzunehmen. In der Hoffnung, dass es da denn funktioniert. Das nehme ich aber erst morgen auf, weil es gleich Abendbrot und dann streame ich ja auch noch wieder. So. Es ist, also der zweite Teil gefällt mir vom optischen halt besser modernisiert als der erste und das Bonusmaterial. Schade, dass man den Controller nicht anpassen kann und ich habe die Steuerung echt nicht so beschissen im Kopf. Muss ich ehrlich sagen. Ja, damals war sie halt so, aber wir haben im Laufe der Jahre hat sich die Steuerung von Spielen so modernisiert. Wir haben Analogsticks gekriegt, hast du nie gesehen. Mittlerweile so ein Touchpad. Und da haben sich die Steuerungsart, wie wir Spiele steuern, natürlich auch gewandelt. Und da ist es echt schwer, wenn man jetzt so alte Spiele wieder spielt, da in die alte Steuerung reinzukommen. Genau wie bei 1 und bei dem Bonusmaterial mit Kreis und X vertauscht. Ja, also das ist halt die japanische. Ja, also es ist ja nur bei uns immer X bestätigen und Kreis zurück. In Japan ist es eigentlich so, Kreis bestätigen, X zurück. Deswegen war auch so ein Aufschrei, wo die PS5 rauskam, wo sie gesagt haben, hier, wir passen die Steuerung international an, weil nur Japan hat es so gemacht. Alle anderen haben immer X für bestätigen gehabt jetzt, die letzten Jahre. Und da war der Aufschrei der Japaner sehr, sehr groß. Aber nichtsdestotrotz, ich packe euch den Link zum PSN für das Spiel in die Videobeschreibung natürlich. Gibt es für PS4, gibt es für PS5. Gibt es auch als Doppel-Collection. Also praktisch, ihr müsst nicht PS4 und PS5 kaufen. Ihr könnt auch halt PS4 und 5 Versionen in einem kaufen. Ich verlinke euch das natürlich alles in die Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.